Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, werte Gäste, die Redebeiträge lassen mich hier nochmal ans Mikro treten, denn es ist in der Tat nicht so, dass wir die Erinnerungskultur an den Schulen abschaffen wollen. Das sage ich nochmal in aller Deutlichkeit und das habe ich auch mit keinem Wort hier am Mikro so kundgetan. Ich führte das in meiner Rede aus, dass wir natürlich auch uns für Gedenkstättenfahrten einsetzen, Herr Renz, und die weiterhin befürworten, was ich allerdings kritisch sehe, und das habe ich hier angesprochen, dass es schon im Grundschulalter passieren muss, denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Kinder in diesem Alter noch gar nicht in der Lage sind, und diese Tragödien aufzufassen und diese zu verarbeiten. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei uns ist es so, wir sitzen abends am Abendbrotstisch mit unseren Kindern, mit meiner kleinen Tochter, und wenn ich der in der vierten Klasse erklären muss, was im Konzentrationslager Auschwitz passiert ist, dann meine ich, dann ist es einfach zu früh. Und das muss ich mal in aller Deutlichkeit sagen, dass wir uns überhaupt nicht gegen eine Erinnerungskultur an den Schulen wenden, aber zur richtigen Zeit. Und ich sage es auch nochmal, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Ausweitung der demokratischen Erinnerungskultur an unseren Schulen benötigen, weil wir das schon in einem großen Umfang tun, liebe Kollegen. Wir tun es, es ist der Geschichtsunterricht, es ist der Sozialkundeunterricht, es gibt ganz viele Projekte, ich sprach es an, Landeszentrale für politische Bildung, gibt es ganz viele Veranstaltungen. Wir sehen es hier auch gerade im Foyer, im Flur, eine Ausstellung. Also es wird doch in unserer Gesellschaft auch schon breit diskutiert und darauf aufmerksam gemacht. Also erzählen Sie doch hier nicht, dass das dort eine Notwendigkeit besteht, dass das Thema in unserer Gesellschaft ein Tabu ist und dass das gar nicht aufgegriffen wird. Da müssen wir uns doch mal ehrlich machen. Und deshalb sagen wir als AfD, unterstützen diesen Antrag nicht. Er ist nach unserer Auffassung nicht notwendig. Wir würden in der Tat die Elementarbildung stärken an den Schulen, weil wir haben jetzt in den letzten zwei Tagen darüber gesprochen, dass die Lehrer überlastet sind, dass wir Defizite haben, insbesondere bei unseren Schülern, was die Mindeststandards im Lesen, Schreiben und Rechnen angeht. Und das ist unsere Intention, dort anzusetzen und dort noch mehr sozusagen die Kinder zu beschulen, anstatt solche Dinge hier aufzutun, die auch noch wieder andere Dinge nach sich ziehen. Insofern weise ich das entschieden zurück. Und es wurde ja ganz oft das Wort Demokratie hier auch immer benutzt. Und das hat man uns ja abgesprochen bisweilen, Rechtspopulismus und was man uns hier vorgeworfen hat. Ich erinnere daran, wir befinden uns hier in der Herzkammer der Demokratie. Da sagen Sie auch alle so schön und ich hoffe es, dass wir das alle beherzigen. Und ich erinnere mich daran, dass die Landtagspräsidentin unlängst ein Zitat von Rita Süssmuth hier zum Besten gab, indem sie sagte, dass deren Vater sagte, Kind, denk immer daran, dass der andere auch Recht haben könnte. Und das bitte ich Sie jetzt noch einmal zu vergegenwärtigen und in sich zu gehen und einfach nur immer dem politischen Mitbewerber irgendwelche bösen Dinge zu unterstellen und sagen, wir würden uns des Themas nicht widmen und wir würden das alles wegschieben. Das ist unredlich und das ist unfair und deshalb weise ich das in aller Entschiedenheit zurück. Wir sind weiterhin für die Erinnerungskultur an unseren Schulen, möchten die aber nicht weiter ausbauen. Und das war mir wichtig, das nochmal sicher herauszustellen. Vielen Dank.